Hallo, mein Name ist Benedikt Sprung. Ich bin von der Firma Asapio und werde Ihnen hier kurz demonstrieren, wie wir Daten aus einem SAP-ERP-System an Solis schicken und auch umgekehrt, wie wir von Solis Daten wieder ins SAP-ERP-System senden. Dafür verwenden wir das Asapio Integration Add-on. Das Ganze ist installiert im SAP-System und ich gehe hier in die Konfiguration. Wähle hier meine Instanz für Solis aus und schaue mir hier die Schnittstellen an, die konfiguriert sind für die ausgehenden Objekte. Das Ganze werde ich dann hier beispielhaft an der Sales Order zeigen. Also hier wollen wir einmal Nachrichten an Solis schicken, indem eine Sales Order geändert wird oder auch angelegt. Das Ganze ist hier in der Event Linkage konfiguriert. Hier haben wir einmal diesen Changed Event und diesen Created Event. Man könnte hier natürlich auch noch weitere Events hinzunehmen. Das könnten irgendwelche Liefer- oder Logistikprozesse sein, die im SAP passieren. Also hier gibt es unbegrenzte Möglichkeiten. Eine Besonderheit bei Solis ist, dass wir hier diese Nachrichten, die im JSON-Format sind, an ein dynamisches Topic senden können. An ein statisches Topic könnten wir es auch senden. Das Ganze wird hier im Field Mapping gemacht. Hier sehen wir, dass dynamisch diese Zieladresse für das Topic auf Solis-Seite aufgebaut wird. Das Ganze passiert aus Daten, die direkt aus diesem Kundenbeleg dann kommen. Also einmal der Vertriebsorganisation, der Bestellnummer des Kunden und der eigentlichen Belegnummer. Das Ganze mache ich jetzt auch. Das heißt, ich gehe in die VA02 im SAP, wähle mir hier einen Beleg aus. Und wir sehen, dass hier zwei Positionen enthalten sind. Ich reduziere jetzt hier die Bestellmenge von 15 auf 12. Und sobald ich hier auf Speichern drücke, wird die Nachricht hier an Solis Realtime geschickt und erscheint dann hier unter Messages. Ich speichere jetzt und wir sehen, die Nachricht kommt hier als JSON an. Hier im dynamischen Topic, wie gesagt, ist hier eben die Nummer des Verkaufsbelegs hier. Das ist die 5455 und hier liegt das JSON. Das Ganze können wir auch in dem Monitor auf SAP-Seite sehen. Dafür gibt es die Transaktion ASADEV ACI Monitor. Und ich wähle hier wieder Solis aus und sehe, hier gibt es auch einige umfangreiche Tools, mit denen ich das Ganze mir hier anschauen kann. Zum einen kann ich es von hier aus direkt erneut senden, wenn ich möchte. Ich habe hier einen SLG1-Log. Und wenn der Trace aktiviert ist, sehe ich hier unter Views Show Trace nochmal das JSON selber. Und ich sehe auch hier nochmal den Post mit dem dynamischen Topic, welches hier erzeugt worden ist. Auf der rechten Seite sehe ich, dass von Solis ein OK zurückkam, das erfolgreich auch angekommen ist. Das JSON wird hierarchisch aufgebaut. Das heißt, hier oben haben wir die Kopfdaten. Darunter liegen diese beiden Positionen, die wir eben im Kaufbeleg auch gesehen haben. Und hier ist die Menge, die wir von 15 auf 12 geändert hatten. Diese ganzen Feldnamen können wir mit dem Payload Designer bei uns anpassen. Es könnten aber auch CDS-Views sein oder Datenbank-Views. Und wir können hier auch solche führenden Nullen entfernen. Genau. Und das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, wenn wir jetzt auf Solis-Seite hier etwas reinschicken ins SAP-System, in diesem Fall wollen wir jetzt eine Sales-Order anlegen, neu anlegen, die noch nicht im System ist, und zwar mit dem Material P103 und der Menge 5. Ich gehe jetzt hier auf Publish und schaue jetzt im Monitor nach und sehe, dass das Ganze hier auch angekommen ist, also hier inbound eingehendes Objekt.
Und hier kann ich direkt zu dem iDock schicken, springen, das hier angelegt worden ist. Und vom iDock aus kann ich dann auch direkt in die Sales Order wieder springen. Und hier sehen wir jetzt die Sales Orders, dieses Material P103 und die Menge 5.